Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Ruhr Energie und einen schönen Hintergrund haben wir hier, ist alles Blue Green Screen. Mit Ton. Wir haben heute eine ganz wichtige Warnung für euch und zwar bei diesen 5 Symptomen, wenn ihr eins davon habt oder mehrere, habt ihr einen B12-Mangel. Ja? Was ist B12? Vitamin B12 ist ein Vitamin, was wichtig ist fürs Nervensystem und für die Blutbildung und jeder braucht das. Wir haben Kontakt zu sehr vielen Ärzten und auch Ärzte, die halt gute Blutuntersuchungen machen und alle Leute, die es nicht nehmen, also fast alle, haben einen Mangel. Also Nicht nur Veganer, sondern auch Fleischesser. Genau, weil es ist halt auch in dem normalen Fleisch nicht mehr drin. Da müsste jemand auf einer Weide stehen, also eine Kuh und die ganze Zeit Dreck fressen und Gras und Mikroorganismen und dann hättet die Kuh das und dann würdet ihr die Kuh irgendwann essen und dann hättet ihr B12. Ja? Also ihr müsst es auf jeden Fall supplementieren auf die eine oder andere Art und Weise. Aber was sind die Symptome? Ja? Symptom Nummer 1 ist Müdigkeit, ja? Wenn ihr immer müde seid. Genau, also wenn ihr trotz ausreichend Schlaf und Ruhe trotzdem euch immer müde und erschöpft fühlt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr einen B12-Mangel habt. Symptom Nummer 2 ist Kribbeln in den Händen oder Füßen. Und zwar liegt das daran, B12 ist für das Nervensystem auch zuständig. Und wenn ihr so ein Taubheitsgefühl kriegt oder ein Kribbeln, dann ist es auch wahrscheinlich B12-Mangel, ein großes Warnzeichen. Das ist nicht gut, dann unbedingt mal zum Arzt gehen und den Wert checken lassen. Und Symptom Nummer 3 ist? Schwäche und Schwindel. Das heißt, wenn ihr jetzt auch nicht nur kreislaufmäßig Schwindel habt oder weil ihr jetzt was mit dem Nacken habt, also konkrete Ursachen, sondern wenn ihr so unbestimmten Schwindel habt oder Schwächegefühl und was ja auch zu der Abgeschlagenheit und Müdigkeit passt, dann ist es eben auch wieder ein deutliches Zeichen dafür, dass ein B12-Mangel vorliegt. Ja, gerade ältere Leute, die nicht supplementieren, haben da oft Probleme. Die gehen nachts auf Toilette, sind ein bisschen orientierungslos und fallen dann irgendwie hin und verletzen sich. Also unbedingt aufpassen, auch eure Eltern und Großeltern gut zu versorgen. Symptom Nummer 4 ist blasse Haut. Wenn ihr blasser seid, als ihr sein solltet, wenn ihr zum Beispiel in der Sonne seid, wenn ihr natürlich nur im Keller hockt, wie ein Vampir, ne? Aber warum ist man blass? Weil B12 ist halt auch für die Blutbildung zuständig, ganz wichtig. Und dann kriegt man natürlich einen helleren Teint. Und zwar der nicht mehr gesund aussieht. Also ein guter Hausarzt früher hat einem in den Mund geguckt, hat einem hier die Augenlider runtergezogen, hat geguckt, wie dunkel bist du da? Hat er gesehen, okay, vielleicht ein Eisenmangel, vielleicht ein B12-Mangel, dann macht man einen Test und dann weiß man Bescheid, supplementiert und dann sollte alles wieder in Ordnung sein. Und Symptom Nummer 5 ist? Das passt sehr gut zu mir. Gedächtnisprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, die habe ich tatsächlich sehr. Bei mir liegt es aber an was anderem, nachgewiesenerweise. Ja, das ist so. Bei mir liegt es an zu wenig Schlaf. Und zu viel Action. Aber das ist so ein ganz typisches, ne, wenn man unkonzentriert ist, gerade junge Leute in der Schule, im Studium, wenn die unkonzentriert sind, sich nichts mehr merken können und viele Sachen, die sie gelernt haben, wieder vergessen, ist das eben auch ein Zeichen dafür, dass ein B12-Mangel vorliegen kann. Und bevor man die Kinder jetzt mal rund macht, sie sollen mehr lernen, vielleicht mal das B12 testen. Genau, ganz wichtig für die Gehirnfunktion. Wenn ihr auch mal guckt auf Inhaltsstoffe, zum Beispiel von Energy-Drinks, da sind auch ganz viele B-Vitamine drin, Natürlich auch Koffein und so. Das sind aber alles keine guten Vitamine, die werden oft nicht aufgenommen. Wir haben euch unten Präparate verlinkt, einmal von Plantrition, das ist Methylcobalamin und von NRV Life zum Beispiel, da sind auch B-Vitamine mit drin. Das ist auch sehr gut, das wird direkt aufgenommen vom Körper, muss nicht mehr umgewandelt werden und das können wir euch wärmstens empfehlen. Ja, gibt es noch einen Hinweis, den wir geben können? Ja, generell ist es ganz wichtig, immer mal sein Blut untersuchen zu lassen und nicht nur das eigene, sondern das auch seiner Kinder, vielleicht auch die Eltern, Geschwister, sonst jemanden dazu anregen, dass man da immer mal guckt, weil es gibt bestimmte Sachen, die werden einfach oft vernachlässigt und vergessen. Sowas wie das B12, das Vitamin D, ne, dass da einfach immer mal geguckt wird, dass man da einen guten Spiegel hat. Genau. Unserem Sohn ging es jetzt eine Weile lang nicht gut, dann sind wir hier auch zur Klinik gefahren, haben mal ein großes Blutbild machen lassen, plus B12, Vitamin D, Folsäure, lalalalala. Ich glaube, wir haben 100 Werte oder sowas bestimmen lassen. So viel waren es jetzt nicht, aber es waren schon einige. Genau, aber er hatte jetzt leider sehr gute Werte und daran lag es nicht, lag an was mit Darm. Da werden wir auch nochmal Videos drüber machen, wie man den Darm besser aufbaut und so. Darmgesundheit ist auch wichtig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte den Daumen nach oben gehen und den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.